Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der im Nostalgie-Projekt auf der RBG Schwarze Pumpe 1988 mit dem Tom und dem Matze. Grüßt euch! Hallo! So, und dem Flüssigdünger, der hier sehnsüchtig auf mich gewartet hat, 2 Tage lang und jetzt endlich verfüllt wird. So, gut. Wir waren stehen geblieben, Flüssigdünger oben aus der Produktion holen. Den schmeißen wir jetzt einmal hier ins Fass. Und dann geht es auch direkt gleich in die Spritze weiter. Und dann wird gedüngt. So. Genau. Und ich hatte in der letzten Aufnahme das eine Feld noch fertig gemacht. Und mit dem Ergebnis, dass eine Kartoffel in der Sämaschine blieb. Und ich habe das Feld noch geschafft. Mit einer Kartoffelrest? Ja. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Haben wir auch gleich noch ein Foto hochgeladen. Ach so, einführen ist natürlich oben, Entnahme ist unten. So. Oh, gestern war bei mir ein Bagger da, ey. Das war total spontan. Ich liebe spontane Baggereinsätze. Mein Nachbar und gleichzeitig Kumpel hat nämlich sein halbes Grundstück umgegraben. Und da hat er seinen Cousin da gehabt mit so einem kleinen Mini-Bagger. Die kam mit einem Multicar, kleinen Autoanhänger hinten dran und so ein, was war das, 1,6 Tonner Bagger, so, da wirklich so ein Mini-Bagger drauf und alles. Und ich habe bei mir im Garten noch so einen großen Erdhaufen liegen. Bei uns haben sie, wir haben im Dorf eine alte Gärtnerei, ne? Und die haben sie komplett weggerissen, die steht aber auch seit 10 Jahren brach. Und das haben sie jetzt komplett weggerissen und alles eingeebnet und mit Dings aufgefüllt. Und da gegenüber steht der Diska. Und der wird jetzt zugemacht. Und dann bauen die einen nagelneuen Diska dorthin. Das muss auch einer verstehen, ne? Aber für die ist wahrscheinlich Neubauen günstiger wie Umbauen und Vergrößern. Ja. Stimmt schon mal. Da hast du recht. Weil es könnte durchaus passieren, weil einfach abgereißen, alles entsorgen lassen, komplett neu aufbauen, ist wirklich billiger. Ja, also für die ist das echt. Es kann aber auch sein, dass sie den Platz einfach nicht haben. Also, dass die dann. Ja, dass einfach das Fundament vergrößern müssen. Genau, so. Genau, und das alles. Und das funktioniert das ja gar nicht so einfach, ne? Nee. Und deswegen, und da haben die auf jeden Fall die Gärtnerei, ne? Beste Erde. Und da haben die da rumgebackert ganz wild. Und da habe ich schon mal angehalten und habe so gesagt: Hier, wie sieht's denn aus? Könnt ihr nicht mal so ein LKW hier ums im Dorf zwei Ecken und haut's bei mir im Garten? Ich brauche was zum Auffüllen noch. Und so, da hat er da so einen 10-Tonner bei mir im Garten abgeladen. Und ja, für ein kleines Trinkgeld. Und das war ganz gut gewesen. Und da hatte ich natürlich so einen riesen Erdhaufen. Und wo der den Bagger jetzt so dort hat, da habe ich so gesagt, Mensch, ich bräuchte hier noch mehr von Erde und so. Wahrscheinlich nochmal 10, 20 Tonnen ungefähr. Und das Problem ist aber, der Erdhaufen liegt ja mitten im Weg. Und ich wollte den erst breit machen, dass quasi, wenn doch mal ein LKW kommt, rückwärts bis reinfahren kann und direkt an Ort und Stelle abkippen kann, ne? So, und ich habe nochmal ganz kurz Zeit angehoben, dass es hier übergepumpt wird. Und da hat er mir das gestern ganz schnell gemacht, ey. Hat dann noch schnell 2 alte Kirschbäume ausgebuddelt, die Wurzeln rausgemacht und alles. Also das war sensationell. Kam mit seinem Bagger da um die Ecke gefahren, hat das gemacht. Also der hat auch eine Stunde hat er zu tun gehabt, ne? Eine Stunde zu tun gehabt. Gab's auch ein Trinkgeld und ja. Und dann war das erledigt. Fand ich geil. Und ein Hoppensmoothie. Und ey, zu hart, ne? Das waren ja 2 Kunden. Also total lustig drauf, ne? Der eine hat nur rumgeschrien. Also so richtig Baustelle. Und der andere im Bagger, ich hab dann so gesagt, Jungs, hier, wie sieht's aus? Wollt ihr was trinken? Naja, wenn du hast, ein kaltes Bier. Ne? Und da habe ich so gedacht, naja, gut, warum nicht? Und hab den kaltes Bier gegeben. Da hat das einmal angesetzt, das war leer. Der hat das genommen, angesetzt, ausgetrunken und hat es mir wiedergegeben und hat weitergebaggert. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist hart, okay. Oder? Du hast ja gedacht, noch 3 solche und dein Biervorrat ist alle. Ja, noch 3 solche, da musst du hier nochmal 2 Kisten holen, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber es ist natürlich unglaublich praktisch. Ich habe ja selber jetzt kommendes Wochenende im Bagger. Ne?
und alles. Aber das Problem ist natürlich, umso weniger ich mit dem, also umso besser kann ich andere Sachen machen. Und das war eine Stunde, anderthalb Stunden für mich an Arbeit. Ja, und wenn du nur Freitag, Nachmittag ein paar Stunden hast, weil ja das kommt, und dann den ganzen Samstag, da musst du echt die Arschbacken zusammenkneifen, dass du da was schaffst. Und ich muss das ganze, ja, und ich muss das ganze Grundstück plan ziehen. Ich krieg Mutter Erde um die 20, 25 Tonnen. Die müssen schön plan draufgezogen werden. Da muss direkt der Rasen drauf, weil sonst ja das Unkraut wieder feste geht. Und ja, das ist, also das ist mega viel Arbeit. Dann wollte ich eigentlich die Wege noch rausholen gleich, Frostschutz reinmachen. Und das, und alle meine Kumpels haben keine Zeit, ey. Der eine ist im Urlaub, der andere, der muss arbeiten. Oh, das ist, passt wieder wie die Faust aufs Auge. Frau ist schwanger, die kann auch nicht, wie ich will. Ja, muss reinbohren. Was sagst du? Musst nicht reinbohren. Ja. Mahlzeit. Tigerli, ja, guten Morgen. Oh. Moin. Haben wir was verpasst? Bin ich zu spät? Ja, wir sind in der dritten Folge. Halb neun war gesagt. Okay. Okay. Nein, halb zehn war gesagt. Die erste Folge, 6 Minuten sind schon rum. Hast du nicht gewusst, halb zehn? Doch. Wir haben 10 auf dem Schirm, aber gut, okay, passt schon. Ja. Aber du kannst ja jetzt mal ganz gemütlich auf den Server kommen. Wir sitzen hier gerade an der Rehraufe am Hof, essen ein Brötchen, trinken einen Kaffee. Kannst dich ja noch dazusetzen. Was? Und ich bin nicht da. Ich denke, du holst gerade die Leberwurst. Hey, hat nur keiner Bescheid gesagt, dass es Frühstück gibt. Bin hier auf dem Feld. Oh, na toll. Wir warten hier auf die Leberwurst. Frisch vom Fleischer. Mann. Ist ja eine Katastrophe. Richtig. Übrigens, dadurch, dass wir jetzt diesen Mod Realtime mit drauf haben, könnt ihr mal sehen, Leute. Sonntag, 9.49 Uhr. Geht's hier scharf. Ist ja der Wahnsinn, oder? So. Was hast du gestern Schönes gemacht, Tiger? Oder generell so am Wochenende? Oh, gestern hat Hitch ein bisschen gestreamt. Ah, Hitch hat gestreamt? Ja. Oh, was habt ihr denn gespielt? Das hat er die Jurassic Park Evolution gespielt. Anschließend haben wir bei ein bisschen Artefakte gesammelt. Oh, das klingt nach einer längeren Aktion. Wie lange hat Hitch gestreamt? Also mit Jurassic Park zusammen waren es bald 13 Stunden. Ernsthaft jetzt? Ja. Man hat also ich angefangen. Weiß, dass um 1 Uhr noch, oder um 12 Uhr waren sie noch am Streamen. Also 24 Uhr? Ja. Okay, wie lange habt ihr gemacht, Tiger? Ich glaube, ich muss 2 oder so ins Bett. Wow. Wann hat denn der angefangen? Nachmittag schon? Ja, ich glaube, Mittag schon ungefähr, ja. Die Zeit hätte ich gern mal, ne? Mittag anfangen mit Stream. Also das würde ich auch gern mal machen. Ich war am Freitag so im Arsch, also mir ging es so beschissen. Meine Frau musste mir die Schulter mit Voltaren einschmieren und musste... Ah, mir ging so scheiße, also ohne Mist, dass ich meinen Stream absagen musste. Ey, das ist Freitag. Geh nochmal raus aus dem Spiel. Den Kasi musst du nochmal tauschen. Ist in der Teambase. Red. Ja. In der Teambase. Ja. Oh, jetzt ist die Mama da. Na gut, macht nichts. Die 6 Minuten kriegen wir noch hin. Ja. Aber was wollte ich sagen? Ja, also dass ich meinen Freitagsstream abgesagt habe, und das ist eine absolute Seltenheit. Also dann muss mir echt düster gehen. Hat mich eigentlich echt gewundert. Ich dachte, na, guckst du da nochmal da, oder nochmal bei dir nochmal kurz rein, weil ich so noch was gucken wollte. Ja. Offline. Ja. Okay. Also es ging gar nichts mehr. Und ich habe dann auch, ich musste abends, ich lag auf der Couch, ich habe gesagt, ich muss mir jetzt irgendeinen Film anmachen, irgendwas, und habe dann geguckt, Space Walker, glaube ich. Habt ihr das schon mal gesehen? Space Walker? Da ging es um dieses Wettrennen mit dieser, wer zuerst in den Weltraum fliegt, hier USA und UdSSR in den 60er Jahren. Nee, hab's noch nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, welcher das sein könnte, ja. Und da haben die halt diese, es war so ein bisschen über diese
Also es ging eigentlich... Upsala, was ist jetzt los? Es ging nur um die zwei Piloten von der UdSSR eben. Und naja, wie die das halt alle so gemacht haben und bla. Und da war nicht schlecht gemacht. Ich glaube nicht ernsthaft, also ich glaube nicht, dass es so war, keine Ahnung. Aber er war nicht schlecht gemacht. War halt wirklich komplett von der Vorbereitung dann ab in den Weltraum und quasi einmal raus aus der Kapsel, da im Weltraum ein bisschen rumflattern und wieder zurück. Und da gab es halt reichlich Komplikationen. Aber war nicht schlecht. Ja, und da habe ich den geguckt. Meine Frau hat neben mir einen eingerusselt vom Allerfeinsten. Und ich habe gegessen. Ach, hier wie so eine M&M's, ey. Schokonüsse. Ne, aus Frustration, weil ich nicht streamen konnte, weil es mir so scheiße ging. Ne, Katastrophe. Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Aber jetzt, die Woche geht's wieder Vollgas. Mittwochstream, Freitagstream. Geht, brennt die Luzi wieder. Ist ja eine Katastrophe. Und außerdem kommt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, warte mal, wann kommt denn das? Die Crew 2. Wann kommt denn das raus? Das ist irgendwann am 20. oder so? Das ist doch jetzt. Warte mal, welches ist denn heute? 17. 20. ist diese Woche. Ja, Mittwoch. Und ich glaube, mit der Gold Edition kann man das 3 Tage vorher spielen. Das wäre ja heute schon. Ja, muss ich nochmal gucken. Oder Tiger, kannst du mal ganz kurz gucken, wenn du hier gerade... Ja. Ah, der K700 muss ausgetauscht werden, noch zur Info. Haben wir ihm schon gesagt. Achso. Der hat ein Leistungsupdate bekommen. Er hat einen Turbolader mehr bekommen jetzt. Ja, Biturbo. Nein, Biturbo nicht. Ich nur einen Turbolader. Achso, einfach einen größeren oder was? Ja. Ach so, da hat er gar keinen Turbolader. Na doch, hat er doch, freilich. Ah, der war zu klein. Der war ja, das hast du gesehen, der war ja zu klein. Ja. Wir haben jetzt einen größeren drauf gebaut. Hat jetzt einfach einen vom Akt rausgekriegt. Einfach einen großen LKW-Lader drauf. Nee, vom Flugzeug. Ah, Flugzeug-Turbolader? Ja, klar. Auch nicht schlecht. Gibt's Flugzeuge mit Turbolader? Mann, das war jetzt ein Scherz. Ach so, also ein Flugzeug-Turbolader. Genau, so einen hat er gekriegt. So. Oder das geht natürlich auch, aber es dauert immer so lange, bis die warm sind. Obwohl, das bis so ein K700 vorgeglüht. Ich glaube auch, bis so ein K700 vorgeglüht hat im Winter, da dauert es dann auch 4-5 Minuten rum. Weil ich kenne das von der Bundeswehr, den Fahrzeugen, die 10-Tonner GL, also die 8x8, also vorglühen im tiefsten Winter. Absolute Katastrophe. Und die haben einen Knopf drin, den musst du gedrückt halten beim Vorglühen. Du musst diesen Knopf drücken, um vorzuglühen. Also es ist sowas Räudiges. Und da saß ich da manchmal 4-5 Minuten drin, bis die Lampe ausging und bis du das Ding starten konntest. Und dann... Oh, nee. Aber eins kannst du sagen, die sind gelaufen. Ja, na sicher. Wenn sie gelaufen sind, sind sie gelaufen, ohne Frage. Die sind auch überall hingefahren, ne? Davon mal abgesehen. Also hier mit 8x8 und Differentialsperre und den ganzen Fasching, da bist du überall hingefahren mit den Dingern. Das war schon geil, das hat auch Spaß gemacht. Aber es ist veraltete Technik für den heutigen Standard. Wenn wir dann auf dem Drum-Übungsplatz waren und dann kamen so die Amis, Alter, ey, die sind da aufgelaufen mit einer Technik, da ist ja jedes Mal die Fresse eingeschlafen, das ist nicht normal. Und da haben die ja bei uns auch nur die alten Sachen stehen, so ungefähr, ne? Da steht ja auch nicht das Neueste. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also was ich hier lesen kann, ist der Release am 29. 900, Gott sei Dank, noch ein paar Tage Zeit. 29. Gut. Naja, und ich glaube mit der Gold Edition kannst du es 3 Tage eher spielen. Jo, was machen wir denn auf dem Feld 1 drauf? So. Zack. Keine Ahnung, was machen wir denn? Ja, du brauchst auf jeden Fall. Weizen haben wir nicht, Gerste haben wir nicht. Ja, mach doch Weizen gleich, wenn wir brauchen. Ey, wo war doch Weizen drauf vorher? Da probieren wir Gerste. Ja, mit der Goldversion von Mutter Edition kann sie 3 Tage vorher. Ja. Die habe ich nämlich zufällig. Na, ja, da hast du auch den Season Pass mit drin.
Oh, da ist der Season Pass mit drin, ne? Ja. Das ist ja schön. Aber Games blendet wieder gnädig zu mir, ey. Er hat mir nämlich die normale. Ich sah, ich hab mich so Tom geschrieben. Ich sag so, ey, Tom, wie sieht's denn aus mit der Q2 hier? Würde ich gerne was machen? Ja, liegt in deinem Dings, kannst du runterladen. Ich sag, ey, cool. Ich, da hab ich gesehen, normale Edition. Dann habe ich so gesagt, ach Tom, Mensch, ey, die Gold Edition kann man 3 Tage vorher spielen, habt ihr da nicht was? Und da hat er gesagt, naja, ja, ja, muss aber mal 2, 3 Videos, ne, hier bei uns auf der Seite verlinken. Ich sage, naja, ist das kein Problem. Alter, jetzt bin ich voll ausgerutscht, ey. Oh, bist du hingefallen? Ja, ja, aber dieser Schleim. Scheiße. Ja, da, lass am nicht wischen. Lass am besten trocknen und klopf's aus. Nicht wischen, was es nur schlimmer hat, meine Mutti früher schon immer gesagt. Ach so. Ja, hat mich in die Ecke gestellt, hart werden lassen und dann ausgeklopft. So. Ah ja. Mhm. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schau bei den anderen vorbei. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.